Hi, willkommen zurück zur achten Folge von The Callisto Protocol. Ich bin der Doomsday. Ich bedanke mich weiterhin, dass ihr mir zuschaut auf meiner Reise. In der letzten Folge habe ich euch natürlich sitzen lassen mit so einem richtig schönen Cliffhanger, weil ich vermute mal, wir bekommen jetzt mal ein paar Antworten, was hier eigentlich genau los ist. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. Also, legen wir los mit der achten Folge. Let's go! So, wo ist denn Dani? Ja, da liegt noch was. Munition. Ich hätte eigentlich die Vermutung, dass es einen Endkampf gegen ein großes Vieh geben wird, aber ich habe die Vermutung, es wird der Gefängnislader da, wa? Kann ich da lang? Nein. Was macht Dani da? Schauen wir mal. Oder ist er infiziert? Aber ich finde es raus. Und in der Zwischenzeit reißt du dich zusammen. Irgendwer muss uns hier rausfliegen. Komm jetzt, wir gehen. Ah, der hat doch keine Antworten. War der Cliffhanger umsonst? Hier lang. Folge Dani. UJC Biokampfstoff. Von Europa hierher verfolgt. Das dachte ich mir. Der Kontrollraum ist direkt vor uns. Mach dich bereit. Die Geräusche. Hier sind auch solche Behälter. Wie, nix drin. Was für eine Verarsche. Strahlen sie die nicht aus. Ich war im Stress. Hatte keine Zeit, auf den Datentransfer zu warten. Ich muss alles darüber wissen, was hier vor sich geht. Aber du hast es einfach rausgerissen. Als hättest du nicht schon dasselbe getan. Kanntest du ihn wirklich oder hast du ihn nur zur Flucht benutzt? Das Schiff wartet im Orbit. Ich aktiviere den Fernbuch. Es wird gelootet. Aber ich kein Platz habe. Ist hier ein Terminal? Ich rufe den Aufzug. Gibt's hier was zum Verkaufen?
Sieht nicht so aus. Schau dir diese Leichen an. Sie töten alle. Ich vermute, jemand versucht zu verschleiern, was hier passiert ist. Das wird kurz dauern. Schau dich um. Vielleicht findest du was. Ah ja, Gegner wahrscheinlich. Gibt's überall Sachen zum Verkauf? Ach komm, drauf geschissen. Sieht schon böse aus hier. Ach, geh mal weiter. Jetzt auch Knopf drücken können. Leichter. Ja, sind wir. Ohne deine Hilfe hätte ich es nie geschafft. Ich weiß. Das sollte dich nicht überraschen. Was denn? Nichts von allem. Der ganze Scheiß, der hier abgeht. So was habe ich schon mal gesehen. Auf Europa. Europa? Die Nachrichten behaupten, dass ihr das wart. UJC-Propaganda. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Richtig. Wie bei mir und der Fracht, die ich transportiert haben soll. Vielleicht. Ich würde es gern glauben. Ja. Noch 2 Minuten! Das passt genau. Ist doch nicht schon am Ende, oder? Glaube ich nicht. Als mein altes Schiff. Kannst du es fliegen? Ja. Ich kann alles fliegen, wenn es uns hier wegbringt. Was machst du da? Ich mach gar nichts. Ja. Man muss akzeptieren, was man nicht ändern kann. Trotzdem, sie sind wirklich weit gekommen. Vielleicht hatten sie beide doch Potenzial. Mr. Lee und Miss Nakamura, ihre Reise war besonders weit. Den ganzen Weg von Europa. Was sagen Sie? Doch leider steht zu viel auf dem Spiel. Und das Protokoll muss erfüllt werden. Auch wenn dies ihr Ende ist, haben sie sich meinen Respekt verdient. Oh. Ich hätte auch ihre Hand greifen können. Alter. Krass gemacht. Da stelle ich mir jetzt die Frage, was ist, wenn ich oben genommen hätte, ob ich dann am selben Ort gewesen wäre? Oder wenn ich ihre Hand genommen hätte? Ich sollte mal hier... Ah, geht natürlich nicht. Kann ich speichern. Schade. Jetzt hätte ich es gerne nochmal ausprobiert. Wo sind wir denn jetzt? Wo ist mein Helm? Weg. Er träumt wieder. Das ist Europa. Danny! Was ich im Intro gesehen habe. Danny.
unten. Kein Helm mehr. Wo zur Hölle sind wir? Weiß nicht. Warte. Moment. Die Konsole funktioniert noch. Und dann zurück nach Black Iron. Zurück nach Black Iron? Nein! Ich frage, wie ist er fast gestorben, um da rauszukommen? Hier geht's nicht ums Fliehen, Jacob. Worum geht es dann? Worum geht es? Antworten! Warum schießt der Warden eines seiner eigenen Schiffe ab? Was hat das mit Europa zu tun? Das wird doch nur ein weiterer Job sein. Das ist verdammter Irrsinn! Also ich will ja nichts sagen, aber ich bin bestimmt 400 Meter runtergeflogen, sagen wir mal 300. Wie ist er so schnell zu uns gekommen? Ja. Eine Magierin. Was ist aus der ursprünglichen Kolonie geworden? Sie wurde verlassen. Wie der Rest von Callisto. Bezweifelt. Dass es verlassen ist. UJC muss ja irgendwie Geld verdienen, oder? Wundert mich, dass noch Strom da ist. Diese alten Fusionsgeneratoren sind sehr robust. Wow. Klingt so, als würde der Hangar immer weiter einstürzen. Ja, der Aufzug sollte gleich da vorne sein. Warte mal kurz. Könntest du mal reden? Er kann nicht rennen. Da blinkt was. Ach, Munition. Ah. Ach Mann. Brauche ich so viele Heilspritzen? Auch Geld. Ich hoffe, dein Plan bringt uns nicht beide um. Es wird schlimmer. Wir sollten uns beeilen. Hier ist es. Stimmt's? Ja. Aber ich sehe keinen Aufzug. Nope. Mist. Er ist kaputt. Hatte gehofft, wir hätten Glück. Aber hier bricht alles zusammen. Es muss noch ein anderer Weg dort runtergehen. Komm. Wenigstens sind wir nicht alleine. Aber was ist, wenn sie jetzt mal raus müssen? Die haben keine Helme mehr. Das kommt nicht gut.
nicht um eine große Klappe. Alles gut. Danke. Ich sehe noch einen Weg. Wir sehen uns später. Sei vorsichtig. Ist schlimmer, als ich dachte. Finde einen anderen Weg nach unten. Und schon sind wir wieder allein. Nicht. Das hier rein. Versuch einfach nicht mehr nachzudenken. Scheiße! Alles in Ordnung? Ja. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Ja, okay. Jetzt? Willst du runterspringen oder was? Ach da. Man muss auch gucken, wo die Pfeile sind. Wie er guckt. Oder kommt dieser Virus, was die Menschen da in Zombies verwandelt, oder ein Monster von hier unten? Wer weiß. Bin eh mal gespannt, was der Grund ist. Ich hab ne Leiter gefunden. Ich geh runter. Ich kann ja nicht rennen, ey. Vorne Leiter gefunden. Weil die wollen die nicht rauf, warum gehen die runter? Ich hab den Wartungskorridor gefunden. Komm, es ist nicht weit. Ah, ich kann nicht schneller. Wie das eine eklige Brühe. Warum hat er ihn nicht angegriffen, als er da hing? Jacob? Wollten wir da was wissen? Vielleicht auch aufspießen können. Auf jeden Fall ist er jetzt ganz unten, wohin wollte. Kann immer noch nicht rennen. Hallo. Bewege dich leise. Ach, die sind wohl blind?
Ups. Leise jetzt. Falsche Taste. Don't make a sound. Also, bestimmt der richtige Weg. Er ist in die andere Richtung. Da werde ich nicht durch können. Nee. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich, warum leise. Ist das jetzt der richtige Weg oder nicht? Ah, wir gucken mal. Schlafen wir gerade alle. Noch mehr. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich gehe nochmal zurück. Mit die alle bräuchte ich viel Munition. Wäre nicht cool. Guck erstmal hier. Gucken, was wir hier haben. Nee, ich blind. Ist halt wie hier die Licker von The Last of Us. Ist das der richtige Weg? Ich habe keine Ahnung. Wir schauen mal. Der liegt schon eine ganze Weile hier. Die Geräusche, ey. Oh, hier sind richtig viele. Was? Warum? Er hat schockiert. Noch einmal. Hat da jetzt irgendjemand durchgeblickt? Wie war der eigentlich sofort tot? Arschloch, ey. Die sind doch schon ewig hier unten. Die Monster gibt's doch nicht erst seitdem Jacob da ist. Weil ich glaube, das hier ist der richtige Weg, das andere wäre richtig. Wäre. Secret oder so gewesen. Naja, ist ja jetzt nicht schlimm. Halt. Kann eh nichts mitnehmen, von daher. Die Audiologs sind mir jetzt nicht so wichtig, weil Platin bin ich jetzt nicht aus. Weil die braucht man für die Platin-Trophäe. Außerdem muss man das Spiel dann eher auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen und... Ja. Ob das sein muss, weiß ich nicht. Ey, alles voll. Nervt. Schön. Na gut, dann gehen wir mal hier. Jetzt sind wir eh wieder am Anfang, wa?
Oder? Vielleicht auch nicht. Doch. Wir sind wieder ganz am Anfang. Aber es ist doch nicht der richtige Weg. Oh Mann. Das wird jetzt ein Spaß. Okay, das kriegen sie nicht mit. Das wollte ich jetzt einfach mal testen. Sneaky Mission hier. Hinterrückstrophäe. Okay. Draußen sind aber auch noch vier. Wir können ja ruhig bleiben. Jetzt aufgewacht, weil ich gestanden habe, oder? Egal. Überall Eier. Oh, hier sind auch noch welche. Wie ist alle? Wie war alle? Sind die nervig, ey? Das? Automatisch als Bauplan für eine neue Waffe. Oh. Oh, 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 oh. Scheiße. Ja, komm. Automatikpistolen-Bauplan, den nehme ich definitiv mit. Da hinten kommen Geräusche her. Das gefällt mir hier gar nicht. Eck. Da haben wir schon mal einen Automaten. Okay. Ja, ich habe die Kiste gesehen, aber werde ich eh nicht nehmen können. Yeah.
kam nicht hinter ihn, leider. Immer diese Kombos. Alter. Irgendwer war das, mit einem Kampf sich da einzumischen. Verrücktes Vieh. Welch. Ah. Ah ja, klar. Sagt Munition. Oh. Na dann. Neue Waffe. Automatikpistole der UJC 600. Ah, komm. Danke, Arbeiter. Da fehlt nur noch eins, was noch Fragezeichen hat, ne? Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Eck. 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 Ups. Die UJC steht dir zur Seite. Oh, eins ist noch. Das hier. Scheint auch eine Waffe zu sein. Oh, muss gleich mal besser. Bei Problemen bitte an den Administrator wenden. Ich weiß gar nicht, ob es ein neues Spiel Plus gibt. Sich für ihre Produktivität. 900. Ah. Nehmen wir Munition für die Waffe mit. Automatikpistole. Mal trotzdem zu kleines Inventar, ey. Abgeschlossen. Wie viel sind da drin? Ah, eins nehme ich noch mit. Qualitätsprüfung bestätigt. Gut. Was kann die? Das sind die Automatikpistole hier. Die hier, oder? Ja. Okay. Bin ja mal gespannt, was die kann. Und jetzt? Die Geräusche, ey. Warte mal, von hier kam ich. Hier geht's hoch. Ja, da kam ich ja her. Quatsch. Alter. Haben wir gar nicht gesehen. Der hat mich mitgekriegt. Einfach nicht. Alter. Ich würde mich niemals da reinwagen, Junge. Caution.
Makelloser Energieumwandler. Wait, what? Haben wir ihn nicht schon mal? Haben mich noch nicht mitbekommen. Das ist übel. Geh zurück. Gut, das lasse ich mitkriegen, ey. Du auch bitte. Danke. Barsche. Oh, ist gut. Brauchst du noch welche sind? Wahrscheinlich. Okay. Da noch was? Nee. Den hört man es hier auch. Eklige Geräusche. Und da brauche ich eigentlich nicht. Ich habe ja, glaube ich, noch 4, oder? Ja, das reicht erstmal. Alter, dieses Vieh. Die sind nervig. Ich habe meine Waffe noch gar nicht geschossen, gell? Carry Light. Hallo? Das kann ich denn nicht finishen? So geil ist die Waffe jetzt aber auch nicht. Bleiben wir erstmal bei der Pistole. Ich sehe, glaube ich, sogar stärker.
Oben ist ja auch noch einer. Das sind aber die Blinden. Komm nicht hinter ihm. Er wird mich gehört haben. Wo ist er hin? Er ist abgehauen. Drei Schuss für die nur noch. Okay, das wird nett. Aber Leute, die Folge ist zu Ende. Wie ich mich da durchkämpfe, das sehen wir in der nächsten Folge von The Callisto Protocol. Würde mich natürlich wieder freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis zum nächsten Mal, sage ich mal, haut rein. Doomsday. Macht's gut.